krank werden. Ja. Ich habe Ihnen nochmal diese Liste mitgebracht. Hier sind die Dinge, die wir freisetzen, wo wir uns mit schädigen. Da sind auch die ganzen Medikamente dabei. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Wer eine dauermedikamentöse Behandlung hat, hat laufend Nebenwirkungen und davon zu dran. Alle diese Dinge sind negativ, alle diese Dinge sind positiv, aber die meisten von diesen Dingen haben wir verloren. Ja, im Schnitt 70-90%, das sind die Studienlagen, haben wir diese Dinge verloren. Egal, ob es jetzt die Stille der Nacht ist oder ob es hier Singen und Musizieren ist, alles dieses ist futsch. Und das hat Konsequenzen, riesengroße Konsequenzen. Und zwar, wenn wir diese Faktoren mal auf eine Waage legen, dann sehen wir, dass die Schadfaktoren die Waage nach unten zieht und auf der anderen Seite die Schutzfaktoren die Waage entsprechend positiv belasten. Nur wenn wir hier diese Faktoren, die Schutzfaktoren immer abladen, immer weniger machen durch unseren Lebensstil und die Schadfaktoren immer mehr, dann geht die Waage in Schieflage und dann werden wir krank. Also es ist eine ganz einfache, eigentlich sogar banale Einsicht, dass wir krank werden, weil wir die Umwelt verändert haben und nicht mehr die Ressourcen haben, die wir brauchen, dafür schlechte Ressourcen bekommen haben. Es ist zwangsweise was passiert, dadurch, dass wir die Umwelt verändert haben. Und das ist der Teufelskreislauf, den ich schon mal im ersten Buch beschrieben habe. Die Schwangerschaft verläuft nicht so ganz astral, der Fet ist fehlversorgt, es kommt zu einer Mangelgeburt, die aber aussieht wie eine normale. Die hat den falschen Lebensstil, McDonald's lässt schön grüßen. Dann kommt es zur chronischen Krankheit, die aber hier heute nicht daran hindert, dass diese Menschen sich reproduzieren. Wenn die Natur sagt, machen wir nicht, sagt die Gynäkologie, die In-vitro-Fertilisation, wollen wir doch mal gucken. Dann wird künstlich befruchtet. Und dann haben wir wieder ein Problem, dass wir eine Schwangerschaft haben, die in einem Körper existiert, der nicht richtig funktioniert. Wir bekommen eine Fehlversorgung und so läuft das also. Das heißt also, mal um mal wird das menschliche Material schlechter, weil wir diesen Zyklus stören. Hier noch einmal gezeigt, warum es so wichtig ist, dass man sich auf die verschiedenen Faktoren konzentriert und nicht nur auf einen. Man hat hier geschaut, es waren Patienten, die einen Herzinfarkt bekommen hatten. 30.000 Leute. Das war eine irre Arbeit, die die Kardiologen da geleistet haben. 30.000 Menschen wurden befragt, untersucht. Was habt ihr getan, dass ihr einen Infarkt bekommen habt? Und dann haben die so Verschiedenes erzählt, was da rausgekommen ist. Es ist nicht die Genetik, die können wir knicken, lochen, abheften, sondern es ist der Lebensstil. 9 Faktoren hat man gefunden, die kennen Sie alle, das ist das Rauchen, der Bluthochdruck, das ist schlechte Fette, das ist Übergewicht und so weiter, Stress und so weiter und so fort. 9 Faktoren. Alle Faktoren erhöhten ungefähr das Risiko um Faktor 2,3. Rauchen vielleicht ein bisschen mehr, aber egal. 4 Faktoren war schon das 40-fache Risiko. Ja, wenn Sie rechnen, 4 mal 2,5 macht 10, 40-fache. Hatte einer alle 9 Risikofaktoren, war das die Wahrscheinlichkeit 300 Mal so hoch, einen Infarkt zu bekommen. Und das ist unser Problem. Nicht das eine, was wir haben, nicht das andere, sondern wir haben ratzfatz 4, 5, 6, 7 Faktoren. Wenn Sie an die Tabelle denken, wo Sie da überall mitspielen, und dann haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, so etwas zu entwickeln. Und das ist der Grund, wenn wir jetzt in die Statistik gucken, dass 2/3 der Menschen in Deutschland oder in Amerika, also in den Entwicklungsländern, die weit entwickelt sind, haben eine Herz-Kreislauf-Krankheit und sterben auch damit. Das letzte Drittel hat Krebs. Das heißt, wir werden alle krank, weil wir im Laufe der Zeit diese schlechten Eigenschaften übernehmen aus unserer Umwelt. Und das addiert sich zusammen, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit, mit tödlicher Sicherheit zum Schluss daran sterben. Das zeigt das Gegenteil. Auch das geht. 20.000 Deutsche. Auch diese Studie ist nie in Deutschland publiziert worden. Ja, Archives of Internal Medicine ist das publiziert worden, aber nicht in Deutschland. Im Alter von 50 Jahren hat man keine chronische Erkrankung, obwohl man sie hat, sie ist nur nicht bekannt. Was hat man dann getan? Man hat geguckt, 4 Kriterien des Lebensstils, Körpergewicht, körperliche Aktivität, 3,5 Stunden pro Woche sich bewegen, nicht rauchen, mediterrane Ernährungsweise. Das ist das, was man haben will, wobei das ist falsch rum, das muss andersrum, das muss unter 30 sein. Das heißt also banale Dinge, wo man wirklich sagen würde, okay, das sollte jeder auch für sich, was war? Nur 10% der Bevölkerung. 90% der deutschen Bevölkerung, sind deutsche Zahlen, 90% der deutschen Bevölkerung schafft es nicht, diese 4 Risikofaktoren zu haben. Ein Jammer. Der Erfolg ist entsprechend. Je mehr positive Kriterien erfüllt wurden, desto geringer war die Häufigkeit der Erkrankung. Da werden Sie natürlich sagen, klar, kenne ich doch. Selbstverständlich. Dafür brauchen wir keine 20.000 Leute.
Nur, wenn Sie 20.000 haben, dann macht die Statistik, macht Prozentrechnung. Und jetzt schauen Sie mal die Prozente an. Die meisten von Ihnen haben sie schon mal gesehen. 90% weniger Diabetes, 80% weniger Herzinfarkt, 80% alle chronischen Krankheiten. Das heißt, wir machen das selber. Würden wir diese Lebensstilprobleme nicht haben, hätten wir diese Erkrankung nicht. Das sind 6 Millionen Diabetiker, weg vom Fenster, ratzfatz, von heute auf morgen.